So, guten Morgen, willkommen zu einer kleinen Ankündigung. Ja, die nächsten 2 Wochen, 3, ich bin mir noch unsicher, werden definitiv keine Let's Plays kommen. Denn Weihnachten und so und mein Rechner macht Urlaub. Er verlässt mich. Will mir jemand einen neuen schenken? Komm, schenkt mir einen neuen. Ja, also es werden keine Let's Plays kommen. Danach geht's, denke ich, weiter wie bisher. Ursprünglich wollte ich diese Woche noch hochladen, aber das hat sich dann irgendwie im Aufnehmen gebissen und ja. Deswegen gab es nur Ambas da. Ja, das war im Prinzip das Wichtige. Ja, Zugriff Projekte. Hey, weil ich schon gerade dabei bin, habe ich gedacht, mache ich das auch noch. Amiga, ja, da läuft jetzt noch eine Weile Ambas da. Das wird noch eventuell ein bisschen dauern. Dann werde ich hier mal 10 schön ausgewählte Spiele zur Wahl stellen. Ich hoffe, die Emulationsprobleme hier lassen sich noch lösen. Ich werde die Wahl in Zukunft auf 10 beschränken, denke ich mal. 10 Spiele, das sollte ausreichen. Mehrfachnennung natürlich möglich. Und eine 11. Option, so Zufallsoption. Das heißt also, wenn die Mehrheit die Zufallsoptionen anhakt, dann wähle ich einfach. Gebe ich einfach jedem Spiel eine Nummer und lasse per Zufallsgenerator eine Nummer zwischen 1 und 10 ausgeben. Kann man ja machen, ne? Ja, Amiga haben wir einige schöne alte Spiele. Muss mal gucken, was ich bei Burntime nehme, welche Version. Da hat jede Version so ihre eigenen Fehler. Ambon werde ich auch zur Wahl stellen. Vielleicht will es jemand sehen. Wenn nicht, danach werde ich es auf jeden Fall Let's Playen. Auch ohne Wahl. Danach ist wieder Wahl und dann so weiter. Das habe ich jetzt mal richtig geschrieben. Wir machen eine endlose Kette. Stell euch einfach eine endlose Kette so vor. Irgendwie, keine Ahnung. Ich habe ja genug Amiga-Spiele. Okay, meine Amiga-Liste ist erstaunlich kurz, aber hey. Und 2 Spiele davon habe ich nicht mal. Sehr gut. Ja, egal, ne? Strategie. Ja, nach Empire Earth 1, das wird jetzt wohl auch noch ein wenig dauern. Chinesische Kampagne, bin ich noch gar nicht. Römische Kampagne, da muss ich die letzte Mission ja doppelt spielen. Wer das Spiel kennt, weiß warum. Danach werde ich erstmal Earth 2040 beenden. Das läuft ja jetzt inzwischen wieder vernünftig und das ist, glaube ich, so ziemlich mein ältestes Projekt neben den Nebenprojekten. Das ist noch das ist von, wow, 2012. Ja, ganz schön alt, man habe ich viele Projekte. Okay. Danach wird es wieder eine schöne Wahl geben. Ich habe hier schon mal 10 Spiele rausgesucht. Kann sie natürlich noch mal ändern, aber hey. Fällt auf Empire Earth 2 Stern nicht drauf. Soll ich vielleicht doch noch mal ändern? Keine Ahnung. Wieso steht der Afrikops? Ich dachte, das hätte ich. Eventuell tausche ich das gegen Empire Earth 2 aus. Den dritten Teil werde ich definitiv nicht spielen von Empire Earth, weil. Guckt euch das Intro an. Habt ihr mit Abstand das Beste am Spiel gesehen? Der Rest ist dann nur noch kompletter Schrott. Das Intro mag ich hier, doch. Du weißt, du hast ein Problem, wenn das Intro deines Spiels das Beste am Spiel ist. Ja, mal gucken. Also, es kann, wie gesagt, das werde ich eventuell noch gegen Empire Earth 2 austauschen. Mal gucken. Empire Earth 2 kenne ich noch gar nicht. Ich werde auch mal ein rundenbasiertes Strategiespiel mit reinwerfen. Vielleicht interessiert das mal jemanden. Ja, Alarmstufe 2. Das hat die ähnliche Engine wie die Tiberian Sun, nur irgendwie geändert. Man kann jetzt also problemlos auf 265x40 spielen. Dafür werden die Videos jetzt nicht mehr skaliert, weswegen ich da wohl wie damals beim ersten Teil ein bisschen spielen werden muss. Aber sonst, ja, StarCraft 1 übrigens mit Hi-Res Patch. Nicht, dass es irgendwie wichtig ist, weil bis ich das mit beiden Addons durch habe, könnte eine Weile dauern. Gut, Rollenspiel, ja, nachdem, wollte ich noch irgendwas zur Strategie sagen? Nö. Nö, nö, das kommt dann, wenn es kommt. Ich mache hier wieder so ein kleines, kurzes Video, wo ich hier das Spiel mal kurz zeige. Ich soll immer diese alten Filmschnipsel aufheben, dann müsste ich es nicht jedes Mal neu. Ach, das ist ja langweilig. Okay, Rollenspiel, ja, Spellforce ist ja irgendwann demnächst mal vorbei, hoffe ich. Wow, das läuft auch bald schon so lang wie Siedler, also folgenmäßig. Da habe ich auch einige schöne Spiele. Mass Effect 1 werden wahrscheinlich die meisten wählen. Weiß gar nicht warum, weil es neu ist. Ultima 1, ja, ganz alt habe ich mir gedacht. Fängst damit mal an. Die Ultima-Reihe wollte ich schon länger mal spielen, noch nie gemacht.
Der erste Teil kommt, glaube ich, irgendwann 87 raus. Das ist also so richtig hardcore. Oder ist denn noch älter? Ich weiß gar nicht. Noch mit viel Text und so. Arcanum, ja, die Videos laufen nicht vernünftig, aber das ist nicht so das Problem. Da gibt es irgendwie nur 5 Stück im Spiel und 4 sind vom Intro. Da werde ich wahrscheinlich dann eine Kombination spielen, die man nicht so oft sieht. Habe ich nie ganz durchgespielt, das Spiel. Ja, dazu werde ich noch was sagen, wenn ich dann entsprechend da bin. Wenn es soweit ist, kann nur noch Monate handeln. Oh Gott. Etwas dauert so lang. Ja, spontanes Projekt steht gerade eine ganze Menge drin, weil ich zu faul war, das zu ändern. Aber das spontane Projekt habe ich mir gedacht, lasse ich nicht wählen. Das wäre irgendwie ziemlich unspontan, wenn man etwas wählt. Ja, nach Venedig kommt entweder Halo 2 oder Far Cry 1. Ich weiß noch nicht. Es gab ja jetzt diese Super Collectors Mega Edition von Halo mit dem 40 GB Patch. Also nein, Moment, das war Assassin's Creed. Halo hatte, glaube ich, nur 20 GB nur. Ich weiß nicht, also ich glaube zwar nicht, dass das irgendwann auch mal für den PC kommt, aber vielleicht lasse ich Halo 2 erstmal aussetzen und hoffe darauf, dass irgendwann eine PC-Version wird eh nie kommen. Ja, aber toll, dann könnte ich die Halo-Serie weiterspielen. Danach werde ich wahrscheinlich mal ein Rennspiel, und zwar ein richtiges, mit F-Zero X spielen. Ne? Den ersten Teil mit Super Nintendo werde ich weglassen, weil da die Steuerung ist nicht so prall. Es ist auf dem Super Nintendo und irgendwie sind ja diese 3D-Ableger nicht so pralle, wie ich finde. Ja, F-Zero X, muss man dazu viel sagen. Ich meine, mir fährt Fahrzeuge, die Schallgeschwindigkeit fahren. Das kann nur gut sein. Wirtschaftssimulation werde ich auch irgendwann mal wieder machen. Ich weiß noch nicht, wann das hier dann schon. Ich habe hier ja diverses, wobei man Harvest Moon sogar durchspielen kann. Sehr gut. SimCity könnte ich die ganzen Kampagnen spielen. Was heißt Kampagnen? Ich meine, Kampagne ist das ja nicht, das sind so Szenarien. Mal gucken. Das dauert ja dann. Keine Ahnung, wann ich wieder Zeit habe, um mal wieder SimCity zu spielen. SimCity 3000 haben doch schon einige geguckt, wie ich das Gefühl hatte. Das täuscht. So, ja, neben Projekte muss ich auch irgendwann mal weitermachen. Irgendwann mal. So, Diablo 1, Hellfire is a Hell. Es ist Diablo, es dauert. Das. Ja, keine Ahnung, was wir danach machen. Das ist in 2, 3 Jahren, wenn wir damit mal an und uns langsam Richtung Ende bewegen, werden wir mal konkret werden. Ich fürchte, wir werden Dungeon Lords Special Edition spielen und dann Diablo 2 The Hell und dann Dungeon Lords 2012 Edition und dann Diablo 3 The Hell und so wird's laufen, ja. Challenge, habe ich keine Livestream, muss ich auch mal irgendwann wieder machen. Wollte ich schon länger mal wieder machen. Ich habe nur wenig Zeit, da werde ich erstmal Act of War fertig spielen. Mach es! Ja. Müsste ich mal, will ich das überhaupt weiterspielen? Ich glaube nicht. Ich kann mich auch in die letzten Missionen. Ich habe das ewig nicht mehr gespielt und weiß immer noch, was an der letzten Mission so scheiße war. Diese ganzen Flugzeuge. Helikopterdreck, ich erinnere mich immer noch dran. Das sagt doch schon, wie scheiße das Spiel ist. Deus Ex 1 müsste ich auch mal weiterspielen. Ich bräuchte einfach mal einen zweiten Monitor. Ich habe hier noch keinen Platz für einen zweiten Monitor. Ach. Will mir jemanden mehr Platz schenken? Ja, hast du Platz? Mal gucken, ich glaube, ich werde das Deus Ex 1 spielen. Ich weiß gar nicht warum. Ja, ich habe hier noch eine längere Liste, könnt ihr euch anschauen. Verlinke ich auch unter dem Video. Nicht alphabetisch geordnet übrigens. Sie ist. Einige der Dinger sind auch Reihen. Irgendwo habe ich GTA-Reihe drin stehen und Battle-All-Reihe und Leck mich am Arsch-Reihe. Habe noch ein paar Nebenprojekte, weil. Da wollte ich mal kurz angespielt machen, unfällige Spiele, Kommentare von irgendwelchen Arschgesichtern, die Delfino heißen. Mag eh keiner. Ja. Ja. Das ist so Ding. Das sind die drei Hauptprojekte, die immer so regelmäßig kommen. 2 Stunden pro Woche. Falls ich es noch immer nicht gemerkt habe, das ist immer so. Das ist. Ich weiß, ich muss mal weitermachen, aber ich habe so wenig Zeit. So, ja, das war's dann im Prinzip schon. Auf ein schönes Jahr 2015, in dem ich dann hoffentlich mein 4-Jahres-Special, welches im Mai fällig gewesen wäre, mal hochladen werde oder mal erstellen werde. Ich bin da schon voll fast, ich habe fast schon angefangen damit, ne?
Ja, erst bringe ich mein 5-Jahres-Special und einen Tag danach mein 4-Jahres-Special. Dann sind alle verwirrt. Das sind meine Abonnenten sowieso. Alle geistig verwirrt, deswegen gucken sie meine Let's Plays. Ah, was noch? Noch irgendwas? Weihnachts-Special werde ich vielleicht nächstes Jahr machen. Also Neujahr mal gucken. Nein, wirst du eh nicht. Nee, glaube nicht. Nee. Egal, Karl, das war's. Wie gesagt, ich denke mal 2, maximal 3 Wochen. Ich könnte jetzt auch nachgucken, wie lang ungefähr, aber dann würdet ihr wahrscheinlich die Uhrzeit sehen, aber ich kann es mal nachrechnen. Also diese Woche kam ja nochmal Amberstar so ein bisschen. Die Woche noch eine Woche, 2 Wochen. Drei. Also insgesamt 3, 2 jetzt. Irgendwie so. Vielleicht lade ich was anderes hoch, mal gucken. Ja, das war's. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.